Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute über dieses Buch hier sprechen. Das habe ich nämlich quasi durchgearbeitet. Das ist Danke, liebes Universum, 95,7% Wunscherfüllung von Ajana Gill. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe ein Bild von dem Buch schon mal gepostet und habe daraufhin ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass die Leute sich das gleich bestellt haben. Ohne dass sie wussten, wie ich es finde, einfach nur, weil sie der Titel sehr angesprochen hat. Und ich habe das ganze Buch durchgelesen, durchgearbeitet, habe mir dazu auch einige Notizen gemacht und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich glaube, ganz, ganz viele kennen so dieses klassische Bestellen beim Universum. Einen Parkplatz beim Universum bestellen ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel. Und ich bin mit diesen Bestellungen beim Universum schon in Berührung gekommen, als ich mit 18 schon mal angefangen hatte, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und damals war mir das aber zu suspekt, zu unreal. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und deswegen war ich sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich ja gerne mich vom Gegenteil überzeugen lasse. Und habe tatsächlich jeden Test, der hier gemacht wird, auch mitgemacht. Also da sind halt so kleine Tests wie, ich lese mal einen vor. Hallo Universum, ich sehe einen roten Luftballon, zwei Männer, die auf einer Bank sitzen und mich an die Szene aus der Muppet Show erinnern, meine Geburtstagszahl. Ich freue mich darauf, liebes Universum, du hast 24 Stunden Zeit. Danke. Und dann geht's los. Also na, ich habe zum Beispiel auch in einem Test einen roten Herzluftballon bestellt und habe den dann tatsächlich auch bekommen, in Form dessen, dass ich von einem Freund ein Video zugeschickt bekommen habe, in dem es unter anderem einen roten Herzluftballon gibt. Und das ganze Buch ist halt so aufgebaut, dass sie dazu einlädt, das Universum einfach mal zu testen, um halt zum Beispiel mit solchen Vorurteilen, wie ich hatte, aufzuräumen. Indem man halt nicht gleich den Lottogewinn bestellt oder den besseren Job bestellt oder den Mann fürs Leben bestellt, sondern erstmal so kleinere Sachen, wie halt zum Beispiel den roten Herzluftballon. Darum geht es eigentlich in diesem Test, in dem Buch. Und jetzt nehme ich mal mein Notizbuch. Da habe ich mir nämlich dann so auch aufgeschrieben, ne? Immer den Test, wann ich quasi den Wunsch ans Universum abgeschickt habe und wann dann die Erfüllung kam und wie die Erfüllung aussah. Es wurde nicht jeder meiner Tests erfüllt, aber manchmal, glaube ich, auch entgeht einem das. Also man stellt zum Beispiel in dem einen Test, hat man zum Beispiel ein Kamel, glaube ich, bestellt. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und zwischen diesen ganzen Tests geht es aber natürlich auch darum, wie funktioniert das Ganze denn? Was muss ich denn dafür tun, damit es auch tatsächlich funktioniert? Und das sind Dinge, mit denen ich auch täglich arbeite. Mit denen ich auch im Mama-Coaching arbeite. Unabhängig von diesem Phänomen Bestellungen im Universum. Und das sind so einfache Sachen wie, dass man seine Wünsche, Schrägstrich Ziele immer positiv formuliert. Also, dass man nicht das Wörtchen nicht verwendet oder kein, sondern es immer positiv formuliert. Ein wichtiger anderer Aspekt ist, dass man möglichst immer positive Gedanken hat. Auch das sage ich in meiner täglichen Arbeit, dass man sich auf das Positive, Schöne konzentrieren soll. Ne? Sowas wie Dankbarkeit zum Beispiel und nicht auf das Negative konzentrieren soll, ne? Weil positive Gedanken ziehen auch positive Dinge an. Das ist auch hier so. Also hier wird halt gesagt, wenn du positive Dinge hast, dann hast du eine ganz, ganz andere Schwingung und deine Wünsche und Bestellungen kommen beim Universum besser an und werden daher natürlich auch eher erfüllt. Was habe ich mir noch so aufgeschrieben? Hier wird auch so ganz, ganz klein wenig darauf aufgegriffen, dass man alte Glaubenssätze auflösen soll. Auch das ist ein Aspekt, der in meiner Arbeit als Mama-Coach immer wieder vorkommt, dass man alte Glaubenssätze auflöst, alte Muster auflöst. Auch dazu wird hier geraten, wenn man das Praktizieren erfolgreich praktizieren möchte, beim Universum zu bestellen. Dann, dass man Vertrauen haben soll. Und auch das ist etwas, was ich im letzten Jahr sehr gelernt habe, einfach Vertrauen zu haben. In sich selbst, in das Leben, Vertrauen zu haben, dass sich alles fügen wird, dass alles gut wird. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das finde ich sehr schön, dass das hier angesprochen wird. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass deine Gedanken der Ursprung von allem sind. Und das ist so.
Das, was wir denken, beeinflusst, wie wir uns fühlen, wie wir handeln, wie wir unseren Tag gestalten, welche anderen Menschen wir anziehen, was für Dinge wir anziehen, wie unser Leben läuft. Also wenn ich immer nur negative Sachen denke, dann wird mein Leben auch negativ verlaufen und ich werde auch nur negative Menschen treffen. Und wenn ich positive Gedanken habe, dann fühle ich mich positiv, dann habe ich eine tolle Ausstrahlung, dann ziehe ich andere positive Menschen an und ziehe positive Dinge in mein Leben. Das ist einfach so. Und wenn man dann nochmal auf dieses Dinge bestellen, wenn man es darauf bezieht, ist einfach, man hat halt diesen Auftrag. Diesen verbindet man dann mit passenden positiven Gedanken und das erhöht einfach diese Anziehung oder dieses, ne, dass der Wunsch dann halt auch wirklich erfüllt wird. Auch noch was Wichtiges, auch was ich so total unterschreiben kann, ist, wenn man an Fülle denkt, dann zieht man Fülle an. Also ich arbeite ja sehr, sehr gerne auch mit Visualisierung. Das heißt, wenn ich mir immer morgens und abends visualisiere, wie mein Traumauto, ist jetzt nur ein Beispiel, wie mein Traumauto aussieht und wie ich das fahre, wie ich da drin sitze, wie sich das anfühlt, wenn ich das fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass das tatsächlich mal eintreten wird, dass ich in diesem Auto sitze und das auch wirklich fahre. Also mit Visualisierung arbeite ich ja selber auch und das ist im Grunde hier nichts anderes. Auch so dieses, wenn ich an Freude denke, dann bekomme ich auch Freude, dann ziehe ich auch Freude an. Ne? Es wird dann nur immer mehr Freude in meinem Leben. Wovon natürlich auch abgeraten wird, ist nicht zu grübeln, nicht zu zögern, sondern einfach seinen Weg zu gehen. Und auch das sind alles Dinge, die ich auch immer wieder sage, nur in einem etwas anderen Kontext. Bei mir bezieht es sich halt nicht auf, wir bestellen uns einen Parkplatz beim Universum oder den Traummann, sondern bei mir bezieht sich das ja auf alles andere. Ne? Wie kann ich einfach meinen Alltag erleichtern? Aber wen das anspricht, gerade dieses, ne, Parkplatz bestellen, Traummann bestellen, wen das anspricht, für den ist das genau das richtige Buch. Wer im ersten Moment sofort davon abgeschreckt ist, so Parkplatz beim Universum bestellen, für den ist das vielleicht nicht das richtige Buch, weil er dann so mit diesen Vorurteilen rangeht. Oder gerade deshalb, weil er gewillt ist, so wie ich, seine Vorurteile einfach gerne mal auch aus dem Weg zu räumen. Und dann gab es noch eine schöne Sache. Das habe ich mir aber tatsächlich nicht so aufgeschrieben. Und zwar ging es darum, und da hatte ich dann wirklich so einen Aha-Moment. Wenn du etwas beim Universum bestellst und du bestellst und bestellst und bestellst und du hast positive Gedanken und du visualisierst dir das und es passiert trotzdem nicht, dann liegt es nicht daran, dass du irgendwas falsch machst oder dass das Universum diesen Wunsch einfach nicht erfüllen möchte, sondern dass das vielleicht nicht der passende Wunsch für dich ist. Das hatte ich nämlich damals. Also ich habe mit 18 angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, auch ein bisschen mit Esoterik auseinanderzusetzen und bin dann halt auch auf eine Bestellung beim Universum gekommen und ich steckte da gerade in einer Ausbildung, die ich gehasst habe wie die Pest. Und ich habe immer mit dem Wunsch gearbeitet, dass mir die Arbeit Spaß macht. Und es hat aufs Verrecken nicht funktioniert. Mir hat die Arbeit nicht Spaß gemacht. Ich habe visualisiert, ich habe bestellt, ich habe geklopft, ich habe alles gemacht. Und es ging einfach nicht. Warum nicht? Weil das mein falscher Weg war. Mein Herzenswunsch war nicht, dass mir diese Ausbildung gefällt, dass mir die Arbeit irgendwann Spaß macht. Es war einfach unmöglich. Sondern das Ganze hat sich dann aufgelöst, indem ich mich entschieden habe, die Ausbildung einfach abzubrechen und was Neues zu machen. Und was Neues zu machen, auf was ich halt wirklich Bock habe, worauf ich ja dann die Ausbildung zur staatlich geprüften Hochzeitsplanerin gemacht habe und Eventmanagement studiert habe. Also manchmal ist es auch, manchmal bestellen wir irgendwas, von dem wir denken, boah, wir brauchen das und das wäre so toll, das wird unser Leben so bereichern. Und eine höhere Macht sagt, nee, passt überhaupt nicht zu dir. Das ist nicht das, was dich wirklich glücklich macht. Und wenn dann solche Wünsche wirklich auf Biegen und Brechen nicht in Erfüllung gehen wollen, dann sollten wir mal reflektieren, ist es denn vielleicht der falsche Wunsch? Also das war tatsächlich ein Aha-Moment für mich aus diesem Buch, was mir wieder geholfen hat, Dinge zu verstehen. Und ich habe damals tatsächlich, weil das halt damals nicht funktioniert hat, ich habe alles ausprobiert, bin ich komplett davon weggekommen. Ich habe nicht mehr EFT angewandt, ich habe nicht mehr visualisiert, ich habe nichts mehr gewünscht, ich habe mir keine Ziele mehr gemacht, kein Vision Board mehr und bin dann tatsächlich erst 10, 12 Jahre später wieder auf das Thema gekommen. Genau, wie traurig eigentlich.
Aber damals hat mir halt niemand gesagt, du, vielleicht ist es nicht der richtige Wunsch und kein Wunder, dass es nicht in Erfüllung geht. Ich möchte euch gerne noch kurz was zur Autorin vorlesen. Das fand ich nämlich übrigens sehr, sehr süß geschrieben. Ich finde das ganze Buch extrem süß gestaltet. Und das ist halt sowas, man hat halt immer mal wieder einen Test, den man dann macht und dann liest man mal wieder ein bisschen was, ne? Zu positiven Gedanken und zur Visualisierung. Das ist echt schön aufgebaut. Man kann das so schön locker leicht. Ich habe mich dann immer so hingesetzt und so 5 bis 10 Minuten am Tag oder alle 2 Tage mit dem Buch gearbeitet. Das war super schön. Man hatte halt immer diese positiven Momente, ne? Wie, wo ich diesen Herzluftballon bestellt habe. Und dann kam der halt tatsächlich auch. Das ist schon schön. Aber jetzt zur Autorin. Anjana Gill ist Autorin zahlreicher Bücher und eine Expertin für Angelegenheiten zwischen Himmel und Erde. Für sie liegen Sinn und Erfüllung des Lebens darin, sich nicht von den oberflächlichen Dingen dieser Welt in die Irre leiten zu lassen, sondern die wirklich spannenden Geheimnisse zu entdecken. Mit Leidenschaft und Freude beschäftigt sie sich seit Jahrzehnten damit zu zeigen, dass es eine aufregende Verbindung zwischen Mensch und Universum gibt. Ihr Motto: Alles ist möglich, wenn du mit dem Universum zusammenarbeitest. Es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eine Verbindung, die das irdische Leben mit den kosmischen Möglichkeiten vereint. Spannend, aufregend, erfolgreich. Und ich finde immer, es ist egal, wie du das nennst. Ob du das Gott nennst oder Universum nennst oder höhere Kraft nennst, so wie ich. Jeder hat da so seine eigene Vorstellung und seine eigene Namensgebung dafür. Aber im Grunde ist es alles dasselbe. Und das fand ich gerade hier hinten sehr, sehr schön beschrieben. Also, eine Zusammenfassung. Für mich war dieser eine wichtige Aha-Moment dabei. Vieles habe ich gelesen, wo ich gesagt habe, korrekt, 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 richtig, richtig. Mache ich, empfehle ich, sage ich meinen Klientinnen so weiter. Und es war wirklich eine Bereicherung für meinen Alltag und sehr, sehr schön und eine schöne Ablenkung, wie so diese Tests, die man dem Universum gestellt hat, einfach erfüllt wurden. Deswegen, falls von euch, die das Buch jetzt schon bestellt haben, weil sie ein Bild davon von mir gesehen haben, damit schon gearbeitet haben, schreibt es super gerne in die Kommentare. Und ansonsten kann ich euch das sehr empfehlen, wenn ihr auf sowas mal Bock habt und sowas mal ausprobieren wollt, sehr, sehr gerne. Ich verlinke euch das Buch wie immer unten in der Infobox. Hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!